Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Der Prophet alaihi salat wa salam sagte: Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Der Islam kam als Fremder und kommt zurück als Fremder, so tuba den Fremden. Es gibt in der heutigen Zeit einen Schwachsinn, der sich sehr, sehr weit verbreitet hat. Und ich bitte euch darum, dieses Video zu verbreiten und damit viele diese Worte vernehmen. Dieser Schwachsinn ist, dass man sagt, ich bete abends alle Gebete nach. Ich bete sie nach, ist kein Problem. Ich muss ja arbeiten, ich bete die Gebete nach. Dies ist Haram. Und zwar mit Ijma, mit Konsens. Weil es klar und deutlich dem Koran widerspricht und eine Spielerei mit dem Gebet ist. Allah sagt im Koran, Inna salate kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. 5 Gebete. Khamsu salawatin katabahun Allahu ala ibadi fil yawmi wal layla. 5 Gebete hat Allah den Menschen vorgeschrieben bei Nacht und Tag. So. Die müssen in dieser Zeit gebetet werden. Das heißt nicht Zeitpunkt, sondern Zeitspanne. Nämlich Fajr beispielsweise, die Zeitspanne. Das heißt nicht, jetzt ist Adhan von Fajr gekommen, jetzt musst du beten. Sondern du hast Zeit bis zum Sonnenaufgang zu beten. Dhuhr hast du Zeit bis zum Asr-Gebet hin und so weiter und so fort. Das Gebet absichtlich nachzubeten, ist Haram, Konsens der Gelehrten. Die Ausnahme ist, Gebete, die man zusammenlegen darf, wie zum Beispiel auf der Reise, ja, das ist wieder eine andere Geschichte, aber das ist nur das Dhuhr und das Asr-Gebet und das Maghrib und das Isha-Gebet. Man kann nicht alle 5 Gebete abends zu Hause beten. Das ist Spielerei mit der Religion. Und leider, leider, leider wird dieser Schwachsinn von einigen Leuten, von einigen Scharlatanen noch nicht mal getadelt. Und man muss Allah ist, ja. Und dann kommt dann jemand und will auf der Arbeit beten. Und dann kommen dann, ich bin auch Muslim, aber Muslime. Und sagen dann, Islam ist gar keine schlechte Religion, wo man 5-mal am Tag beten muss. Die sind ja radikal. Man kann auch abends alle zusammen beten. Ja? Und dann fällt man noch denen in den Rücken, die auf der Arbeit beten wollen. Ja? Weil das ist ja immer das Problem. Chefin, ich möchte gerne Kopftuch tragen. Ich bin auch Muslimin, aber im Koran steht gar nicht Kopftuch. Nö, stimmt, im Koran steht nicht Kopftuch, weil Koran ist ja auch ein Buch auf Arabisch. Und im Arabischen gibt es das Buch Kopftuch gar nicht, sondern im Arabischen gibt es das Wort Kopftuch, also gibt es das Wort Hijab. Steht im Koran, Sure 33, Vers 53, gibt es das Wort Jilbab. Sure 33, Vers 59, gibt es das Wort Khimar. Sure 24, Vers 31, ja? Und dann kommt man dann mit, ich möchte gerne in der Pause beten. Also ich bin auch Muslimin, aber man muss gar nicht in der Pause, wie man kann auch abends alle Gebete zu Hause beten. Islam ist eine schöne Religion. So.
Ja, das ist das Problem. Das sind die Leute, die sagen, wir machen den Islam schlecht. Die machen den Islam schlecht, weil die schaden den Muslimen. Jedes Mal, wenn irgendwas ist, ja, kommen sie mit. Also ich bin, ja, Weihnachtsfeier. Ja, wir wollen da nicht mitmachen. So, Weihnachten ist kein Fest. Normal wäre gar kein Problem. Ich bin auch Muslim, aber. Ja, ich will, Chef, kann ich vielleicht kein Schweinefleisch servieren hier und kann ich mich nur um dieses und jenes kümmern? Zum Beispiel nur das Gemüse verbreiten. Ich bin auch Muslim, aber. So. Deswegen verbreitet dieses Video, damit dieser Schwachsinn aufhört. Inna salat kana al-mu'minin kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festen Zeiten vorgeschrieben. Wie gesagt, Zeitspanne. Wie gesagt, es gibt bestimmte Situationen, wo man Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha zusammen beten kann. Aber nicht einfach, ich bin auch Muslim, aber ich bete alle Gebete zu Hause, nachts, zu irgendeiner Zeit. Macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.